Lieber Genosse Tsipras, liebe Genossinnen und Genossen von Syriza, ich freue mich, euch grüßen zu dürfen. Ihr habt eine beachtliche Arbeit geleistet. Ihr seid hineingeraten in eine Krise, in eine Finanzkrise, die ihr ja nicht verursacht hattet, aber ihr musstet alles auslöffeln. Und ich weiß, wie energisch und entschieden der Genosse Tsipras in dieser Situation gekämpft hat, auch mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und vielen anderen. Und ich finde, letztlich habt ihr es hervorragend gemacht, denn nun sind alle Schulden wieder beglichen, zumindest in Europa, wenngleich eure Staatsverschuldung hoch ist. Dadurch leiden auch soziale Leistungen und anderes. Und ich finde, es wird höchste Zeit, dass ihr wieder erfolgreich eine Regierung stellt. Ich besuche euch sowieso, aber auf jeden Fall, wenn ihr wieder den Ministerpräsidenten stellt. Und ich freue mich auf meine Gespräche, gerade mit dir, Genosse Tsipras, egal ob du regierst oder nicht. Ich freue mich immer, aber natürlich komme ich auch gerne zur Einweihung der neuen Regierung, bei der ihr an der Spitze stehen werdet. Also das müsst ihr schaffen, da müsst ihr euch Mühe geben. Also jetzt strengt euch an. Tschüss.